Hallo, liebe Wanderfreunde. Sicherlich ist es auch bei euch so. Schöne Erinnerungen versetzen mich in eine gute Stimmung und wecken viele positive Gefühle. Ich nehme mir immer mal ein wenig Zeit und lasse meine Gedanken auf Reisen gehen. Deshalb bin ich auf den Burgberg bei Zell gewandert, um auf mein Dorf hinunterzuschauen und in Erinnerungen zu schwelgen. Es gibt nur 2 Tage im Jahr, an denen man so gar nichts tun kann, sagt ein Spruch. Der eine heißt gestern, der andere morgen. Also ist heute der richtige Tag, um zu handeln und vor allem zu leben. Meine Erinnerungen beginnen mit dem großartigen Pfarrfest im Jahre 2001. Über die Jahre gab es eine Menge an Festen, Aktivitäten, Ehrungen und kirchlichen Veranstaltungen. Dass sich die Dorfgemeinschaft in Zell so erfolgreich entwickelt hat, verdankt sie in erster Linie dem überdurchschnittlichen Engagement vieler Bürger sowie einer engagierten und kreativen Gemeindeführung. Ob alt oder jung, organisiert in Vereinen oder in freier Mitarbeit, jeder gab sein Bestes. Diese besondere Verbindung unter den Menschen sorgt dafür, dass kleine und große Aufgaben optimal bewältigt werden können und die Dorfgemeinschaft mit den Herausforderungen wächst. Ja, durch das Engagement im Ort wird die Grundlage für eine sichere und gesunde Zukunft der Dorfgemeinschaft gelegt. Wichtig ist, dass dieses Engagement sich nicht auf einige wenige Bürger konzentriert, sondern nachhaltig eine breite Basis hat. Nur so kann man sich im Dorf wohlfühlen. Ein Spruch gefällt mir ganz besonders. Leben ist das langsame Ausatmen der Vergangenheit, das tiefe Einatmen der Gegenwart, um genügend Luft für die Zukunft zu haben. Wenn euch meine Erinnerungen gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo von euch freuen.